Zu einer solchen Trainingsform möchte ich euch zwei Szenen aus dem Video zeigen, die sehr gut widerspiegeln, dass das von der Idee her auch für unser Spiel sehr nah an dem liegen, was wir dann letztendlich auf dem Platz mit dem Ball am Fuß auch haben möchten. Wenn wir uns jetzt diesen Spieler hier anschauen, schaut mal auf sein Verhalten und was seine Aktion jetzt gleich ist. Wir haben von ihm hier was, der antizipiert diesen Pass, läuft rein in den Ballgewinn sozusagen und dann, und das ist eigentlich fast noch die geilere Aktion, so, jetzt ist er im Ballbesitz und er kennt, dass er halt viel Spielfläche, freie Fläche vor sich hat und nutzt diese mit einem extremen Sprint rein. Und das ist vom Verhalten her ja genau das, was wir mit dem Ball am Fuß auch haben wollen würden in so einer Situation. Hey, du hast Platz, dribbel doch. Und zwar ein Tempo-Dribbling, am besten viel Druck aufs Tor zu machen und den unorganisierten Gegnern nach dem Ballgewinn oder bei seinem Ballverlust sozusagen zu nutzen. Heißt, das, was wir taktisch von ihm erwarten würden jetzt in der Form, unterscheidet sich nicht vom Chaos-Ballspielen, also jetzt in dem Fall von einem Handballspiel, wo er mit dem Ball in der Hand laufen darf. Weil Handball, Kopfball wird ja oft so gespielt, dass ich halt mit dem Ball in der Hand nicht laufen darf oder nur ein, zwei Schritte. Das hat wieder einen anderen Charakter, weil sich die anderen Spieler deutlich mehr freilaufen müssen und vielleicht näher rankommen müssen, dass sie kontrolliert nach vorne spielen können. Ändere ich die Regel dahingehend, dass ich sage, okay, dürfte den Ball in der Hand laufen, habe ich so ein Verhalten dann teilweise automatisiert. Und da sind wir wieder bei dem linken Lernprozess, bei dem großen roten Kreis, dass ich sage, okay, implizit hat der Spieler eben jetzt festgestellt, dass wenn er Platz hat, mit dem Ball in der Hand, mit dem Rahmen, den die Regeln für das Spiel vorgeben, halt das jetzt eine sehr gute Lösung ist. Und er kommt quasi dann zum Torerfolg, also darf sich den Ball quasi selber in die Rübe schmeißen und drückt ihn dann über die Linie halbwegs. Aber das Erkennen der taktischen Situation und die richtige Entscheidung zu treffen, das ist super. Und wir haben sowas wie basistaktische Kompetenzen und die sind eigentlich unabhängig von den Sportarten. Also jemand, der im Fußball Räume erkennt, der erkennt sie halt auch beim Basketballspielen. Also auch da erkenne ich sowas wie Gegnerbewegungen, Lücken zu erkennen, den Gegner zu bespielen. Das sind Sachen, die transferierbar sind. Und hier kann ich den technischen Nachteil oder die technische Herausforderung des Ballführens für einen Moment rausnehmen und dafür aber eine taktische Handlung sehr stark in den Vordergrund rücken. Gucken wir uns ein Defensivverhalten an. Dann haben wir hier so, die Aktion hier unten, der Kollege hier, der jetzt auch quasi auf diesen Pass lauert, mehr oder weniger. Schauen wir mal, was der als nächstes macht. So, was haben wir hier? Also A macht der Druck auf den Ball als mehr oder weniger ballnächster Spieler. Auf jeden Fall attackiert er sozusagen den Pass. Ein Gegner dreht ab, hat also Blick Richtung eigenes Tor und er ist so nah dran, dass er auch keinen kontrollierten Ball mehr spielen kann und ist jetzt im Zweikampf drin. All das, diese einzelnen Aspekte, die ich jetzt erwähnt habe, heißt, Gegner dreht mir den Rücken zu, Gegner mit Blick Richtung eigenes Tor, ich nah am Gegner, also irgendwie so eine Pressing-Situation, kurze Distanzen. Alles auch genau wieder das, was ich auf dem Platz von ihm mir so sehr wünschen würde auch. Und dann sagen die Trainer oft, meine Spieler gehen nicht richtig in Zweikampf. Ja, dann macht doch aber so ein Spielchen, wo sie quasi im Handballspiel dürfen sie den Ball aus der Hand reißen. Und das machen wir sehr gerne. Dass sie sagen, hey, wenn den Gegner berührt, dann muss der stehen bleiben. Und jetzt dürft ihr aber auch am Ball zerren und den halt rausziehen und rausdrücken. Und daraus entsteht dann halt so ein bisschen ein Chaos dann auch, weil halt mal der Spieler hat den Ball drauf. Und wenn wir uns jetzt irgendwie, in Anführungszeichen, gruppentaktisch um den Spieler dahinter kümmern, was hätten wir denn von ihm uns für ein Verhalten gewünscht in der Pressing-Situation im Spiel, wo der Gegner Druck hat und keinen kontrollierten Ball spielen kann? Wollen wir, dass der mit 2 Meter Abstand hinten dran steht und guckt? Ja, eigentlich nicht. Er kann ja eh nicht spielen, dann geht doch mit dazu. Heißt, wenn er noch mit dabei sein würde, hätten wir eine 2-gegen-1-Situation am Ball, Überzahlsituation, super geil. Und dann gewinnen wir den Ball und sind 1 Meter vor dem Tor des Gegners. Und all das dann auch herauszustellen, indem ich die Regeln verändere und ihnen durch den Regeln bestimmte Handlungsweisen dann halt näher lege, weil sie merken, es funktioniert dadurch. Und wenn sie es nicht merken, kann ich es mit ihnen erarbeiten. Aber ich bekomme sehr gut, sehr viele Dinge damit rein.